nach San Juan. Aber nur wenn Tag ist. So wie jetzt. Jetzt kann ich hoffentlich schon zum San Juan Hafen und ankern. Okay, schon ganz praktisch, wenn man hier überall mal eine Kolonie hat. Unpraktisch ist, was ihr vorhin gesehen hattet. Die versuchen nach und nach ihre Kolonien Unsere Kampf zurückzuerobern. hat euch viel zu bieten, wenn ihr das nötige Gold habt. 61.000. 120.000. Okay, weil ihr eben gesehen habt, das ist aber noch so ein Problem dieses Spiels. Die versuchen nach und nach ihre Kolonien zurückzuerobern. Was für mich bedeutet, ich muss meine Kolonien in regelmäßigen Abständen verteidigen. Wenn die dann zu weit voneinander entfernt sind Ja, jeweils, Kapitän. habe ich ein Problem. Weil ich dann unter Umständen nicht schnell genug da ankomme. Also fahren wir jetzt da ganz hin. Die Route stimmt. Ein Speed-Up kann ich jetzt leider nicht draus machen. So, nochmal kurz die Heuer bezahlen. Auf eine Seeschlacht möchte ich mich jetzt nicht einlassen. Das würde zu sehr an meiner Crew nagen. Weit nördlich den Kurs gesetzt. Da möchte ich hin. Das ist mein Schiff. Und da möchte ich hin. Ach, Leute, überspringt das einfach. Überspringt das. Es bringt jetzt echt nichts, mir hier zuzusehen. Ich sage auch nichts Interessantes. Ich sitze hier selber in meinem Sessel. Die haben San Juan erobert. Wie denn das? Ich hab die doch zerschlagen. Kann mir das jetzt mal einer erklären? Ist dieses Spiel so unlogisch oder will es mich nur ärgern? Und wieso sehe ich die Namen der Städte nicht mehr? Das Spiel will mich ärgern. So. Nein, kein Sturm. Puh, so überlebe ich das wahrscheinlich sogar nicht mal. Weil ich gleichzeitig Schaden durch den Sturm nehme und durch die Burg. Und irgendwo hinsegeln, die Funktion, die kann ich ja nicht nutzen. Nein, ich sterbe. Ich sterbe. Oh, dieser blöde Sturm. Ich sterbe wegen dem Sturm jetzt. Ja. Dein Ruf unter Händlern verschlechtert sich auf Schurke, dadurch gehen auch meine Preise bei den Händlern hoch. Das bedeutet eindeutig,
Von hier an weiterzuspielen hat keinen Sinn. Ja, ich sterbe. Ich sterbe. Okay, wir sehen uns dann gleich wieder an diesem Safe State, den ich gemacht hatte, nachdem ich die ganzen Kriegsschiffe erobert habe. Bis gleich. Und ich befinde mich im Ladebildschirm. Hatte alles erobert und gehe jetzt zur Weltkarte. Verkaufe die Schiffe wieder. Und diesmal warte ich ein bisschen. Bevor ich dieses Dingens. Bevor ich losfahre, damit das mit dem Sunrun, dass ich die Stadt verliere, dass das nicht normal passiert. Oh ne, jetzt habe ich nicht gemerkt, an welchem Datum das Ganze ausgelaufen ist. Hätte ich mal machen sollen. Hätte ich wirklich nicht machen sollen. Denn seitdem verpasse ich zu 100% jedes Kompliment. Wenn ihr wisst, von welcher Band und oder Gruppe dieser Reim kommt, dann freut euch einen Keks. Denn Gewinnspiel machen wir nicht so schnell. Ja, der mein Valer könnte erhöht werden. Ja, der will was Neues. Nein, weg vom Sturm. Darauf habe ich jetzt echt keinen Bock. Mit dem Sturm bin ich jetzt so ein bisschen. Auf die bin ich jetzt ein bisschen allergisch. Heuer bezahlen. Wenn der Sturm weg ist. Nochmal kurz in die Stadt, um zu gucken, ob sie immer noch angegriffen wird. Und gucken. Sie wird natürlich nicht angegriffen. Ah, dieses Spiel ist so unlogisch manchmal. So, war das nicht irgendwas sowas wie 20. März oder so? Denn wenn ja, dann habe ich. Habe ich da echt ein Problem mit. Und ich drehe mich. Holländische Patrouille mitten in der Nacht. Zur Karte. Und mein Computer piept mal wieder. Französische Patrouille. Ebenfalls mitten in der Nacht. Und auch die wieder zur Karte. Noch 42 Tage. Essen. Lol. Und den gehört jetzt plötzlich San Juan. Wieso? Ich verstehe es nicht. Und ich verliere das Schiff.
Wenigstens fokussen die jetzt mich. Den Tank. Ja, ich spiele LOL. Und nein, ich sage euch mein Domain, meinen LOL-Namen nicht. Ich bin ja quasi der Tank. Ich halte alles Mögliche aus. Aber ich kann auch ein bisschen austeilen, sonst bin ich mehr so ein Carry, glaube ich. Was ist das dann? Wieder eine Ford-Kanone getroffen. Boah, gegen den Wind fahren ist auch scheiße. Mann, wie viele muss ich denn noch zerstören? Die Burg raucht doch sowieso schon fast. Also sie raucht schon komplett. Was passiert, wenn ich jetzt auf zum Hafen Porten drücke? Ich komme natürlich... Ah nein. Ich sterbe schon wieder. Beim Verteidigen meiner eigenen Stadt. Gut, dann plane ich schon mal mein nächstes Laden.